Wunderschönen guten Abend, Freunde der Psychiatrie. Wir sind auch in Larrys Gedenkinstitut mit dem Krion. Hallo, ich bin hier bei der Medkit-Gang. Aha, wir haben ja auch einen OG dabei. So, ich muss Generatoren machen. Ich muss noch ein bisschen flüchten. War es nicht gut genug, was? Ich bin nur 43 Sekunden geflüchtet, da hat der Killer schon keinen Bock mehr auf mich gehabt, weil das neue Archiv ist da. Yay. Eine Nurse. Das ist doch sehr passend. Ich hoffe, dass sie nicht ganz... Nein, das ist nicht die Nurse-Map. Das ist die Doktor-Map. Ja, aber ist trotzdem passend. Psychiatrie, gibt's eine Krankenschwester. Hört hier aber nicht her. Ja, und? Die geht halt heute mal woanders arbeiten. Die OG scheint nicht schlecht zu sein. Ja, oder der OG ist halt nicht so gut. Oder das. Ich meine Original Gangster, der erstmal sagt, dass er ein Original Gangster ist. Wäre ich jetzt der Police, ne? Frage, bist du in der Nähe? Ja, bin ich. Gut. Ich mache aber erst den Gen fertig. Ja, gönn dir. Ja, sie ist auf dem Weg zu mir. Sag Bescheid, weil noch kann ich, habe ich entfernungsmäßig genug, dass ich es schaffen kann. Ja, sie läuft jetzt gerade wieder an ihm vorbei. Ich orientiere mich. Okay, du musst gehen. Bin auf dem Weg. Ich hab mich gesehen, jetzt werde ich gejagt. Oh. Er ist anders runtergekommen. Ich nehme an, dass halt jemand anderes auch hingegangen ist. Nee, das kann nicht sein. Das sind hier Verschwörungstheorien. Das Schlimme ist, ich wollte ihn ja holen. Und genau als sie sich umgedreht hat, habe ich mich wieder ein Stück rausbewegt, um näher zu kommen. Hast du deine kleine Nase gezeigt? Nein, ich habe meine langen Haare gezeigt, weil ich bin doch Jeff. Jeff. Oh, und Jeff. Schöner Tunnel. Stark. Ja gut, sie scheint ja noch hart in der Nähe gewesen sein von ihm. Und wie gesagt, also manchmal, also ich kenne das als Killer, manchmal spielst du gegen Leute, die so gefühlt immer wieder dem Killer in die Arme laufen. Ja, und das Problem ist halt auch, wenn jetzt die... Ich gehe jetzt davon aus, dass Halex ihn gerettet hat. Ja. Wenn Halex halt sich danach auch direkt versteckt hat und nur er zu sehen war, richtig, ist es halt dumm für ihn. Dann gehst du als Killer halt schon dahin, weil... Ja, natürlich, weil es macht ja keinen Sinn, dann lange zu suchen. Ja, ja, gerade hier, wo so anbietet. Ich bin jetzt übrigens einmal diagonal... Okay. Und BT. Also war sie nicht nah dran, als er gerettet wurde, beim ersten Mal. Ja. Offensichtlich, es hat kein BT getriggert. Ja, gut, sie hat ihn aber auch nicht so instant wieder gehauen. Oh, hi. Hallo. Aber ich glaube, sie... jetzt chase sie nicht mehr. Gerade schon gedacht. So, danach müssen wir eigentlich mal auf die andere Seite. Ja, ich habe auf der anderen Seite in der Ecke schon einen Gen angefangen gehabt. Aber dann kamen diese... Krankenschwester mit ihrer Riesennadel. Ja, hier im Krankenhaus kann man auch nicht in Ruhe chillen. Wir müssen vor allen Dingen eher mal in die Mitte gehen, gefühlt. Bibliothek hier. Wo ist er hin? In die Bibliothek. Nicht du, die Krankenschwester. Gib Bescheid, wenn du Richtung Bibliothek gehst. Ich gehe Richtung Bibliothek. Ich habe natürlich jetzt keinen kalter Rückenschauer mehr drauf. Ich gehe wieder weg von der Bibliothek. Alles klar. Ich bin hinten. Ich habe meinen Nachsorge reingepackt. Sie. Doch, sie chase mich noch. Oh, mein Pebble ist auch voll. Nice. Also, jetzt habe ich definitiv meine restlichen 17 Sekunden. Der Gen in der Bibliothek ploppt gleich bald. Da bin ich. Och, Nia. Ja, Carsten. Also an die neuen, ja. Hier, an die neuen Auren. Ich finde die ja irgendwie cool, aber irgendwie auch strange. Aber sie haben was. Sie sehen nicht mehr ganz so clumsy aus. Also der Original Gangster... Der ist ganz weit weg an einem Gen. Sprich, du müsstest kommen, mich retten. Da ist er. Ja, ich hab dummerweise einen Killer hinter mir.
Okay. Weißt du, und Halex liegt faul in der Gegend rum. Jetzt muss der andere leider über die gesamte Map gehen. Ja, ich weiß noch nicht, ob er davon so überzeugt ist, das auch zu tun. Komm jetzt ran, Junge. Komm ran. Auf. Komm. Los. Das Problem ist, wenn er mich zuerst getroffen hätte und dann die Ninja gejagt hätte, wäre das besser gewesen. Ihr lauft jetzt aufeinander zu. Weil ich habe nämlich Unbreakable. Ich glaube, das Spiel ist vorbei. Natürlich gibt er mich auf. Warum geht der andere nicht retten? Weil der gerade hart chillen muss. Er sitzt dann Jen. Der hat einen stressigen Tag hinter sich gehabt, Krian. Totem. Also genau da ungefähr hat er vorhin den anderen Jen gemacht. Deswegen bezweifle ich einfach mal, dass er da ein... Werde ich jetzt gerade wirklich gewonnen-hooked? Ja, aber wenn wir Idioten spielen. Er holt mich. Er holt dich. Das ist ja zumindest etwas. Du bist ja auch nah. Da muss er nicht so weit laufen. Das macht halt schon Sinn. Weil ja. Jetzt sind wir zu zweit und er muss den anderen jagen. Ich hole jetzt zuerst dich. Ja, das wäre ganz nett. Oh, ich merke, dass ich 14 Tage kein Dead by Daylight mehr gespielt habe. Mein Finger verkrampft sich direkt, weil ich die Leertaste spammen muss. Ich lebe noch. Okay, wir sind wieder zu... Es war vom Gangster, er hätte früher zum Retten gehen sollen. Gefühlt. Ist immer so, in der Zeit, wo du gechased wurdest, gut, ich weiß nicht, ob er wusste, dass du gechased wurdest, hätte er halt easy und entspannt mich holen können und die andere hätten wir hochheilen können. Wir wären alle full life gewesen. Ich gehe gleich den anderen wiederholen, den Gangster. Weil er ist auch dead on hook. Ja. Ich mach derweil Halax hoch. Udi, die braune Werkzeugkiste reicht, um mich komplett hochzuheilen. Achso, ich hab jetzt Medkit. Ja, Werkzeugkiste wäre ein bisschen blöd. Mit Zangen zieht man sich nur Zähne. Ja, ich konnte den anderen nicht hochholen, weil sie direkt zurückgeportet ist. Ah, ich gehe da jetzt auch mal hin. Ja, ich werde noch hier gejagt. Ich ziehe sie weg von dem. Ach stimmt, weil ich dich gerettet habe. Ich habe ja Aftercare eingepackt. Du kehrst also um meinen After. Finde ich gut. Richtig. Nice, ihr habt den hochgeholt. Hast du eigentlich Atro oder so dabei? Nein, habe ich nicht. Okay. Aber ich habe sie gerade mit meinem Pebble verarscht. Was pebbelst denn du so? Ich habe ein Steinchen weggeworfen von da, wo ich bin, aber sie hat jetzt doch noch mich gefunden. Ah, das nächste Mal nimmst du den großen Stein, wirfst dir gegen den Kopf. Oder auch nicht. Sie ist taub. Aber ich habe bald wieder Sprint Burst. Sie lässt mich in Ruhe. Okay. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie nicht Nurse's Calling hat. Das hoffe ich auch. Aber bis jetzt habe ich kein Anzeichen dafür, dass sie es hat, sagen wir es so. Ist auch gefühlt weg von mir. Okay, Digga, du wo hast sind eine Karte. Zeig Gen? Mal an, wo der Jen ist. Du siehst mich auch, ne? Ich sehe zwei Leute. Bist du bei dem anderen? Ich denke schon. Ich bin beim OG, ja, ja. Ja, dann sehe ich euch beide. Weil ich euch beide gerettet habe oder gerettet wurde von einem. Ich habe einen Jen gefunden, diagonal von euch in der anderen Ja, Ecke. Ich sehe dich ja auch. Alles cool. Stimmt ja. Und hier ist noch eine Palette und rechts in der Ecke ist auch noch eine Palette. Also es ist noch nicht ganz tot hier, die Ecke. Auch wenn es nicht Killer viel bringt hier irgendwas. Alles gut, ich sitze schon dran und ich fange mal an. Hier das läuft schon. Jetzt würde ich auf dem Weg schon mal wegmachen. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht mein Detective dabei. Tja, bist wieder nicht vorbereitet. Wieso? Ja, ich hätte aber schwören können, ich habe eben sie auch gespielt, aber jetzt fällt mir gerade auf, es ist Nia und nicht Mac. Wenn sie Barbecue hat, kommt sie her. Ich habe Adre. Ich nicht. Ich habe Unbreakable. Sie kommt. Ja, aber wir ziehen durch. Hui! Gehst du retten, dann gehe ich Richtung Tor. Bin auf einer Rettungsmission.
bist so dumm, Cheryl. Die sieht aus wie ich, die muss ich retten. Der Gangster wird gejagt. Ich bin am Tor jetzt dran, jo. Dauert einen Moment. Hallo! Und wir uns beide. Oh. So viel zum Thema, ich lenke sie kurz ab und denke einen Hit. Sie ist Tor, ruhig weiter durch. Sie ist hier gerade busy. Ich krabbel einfach mal. Ich mach auch direkt auf, weil. Ja. Vielleicht haben die dann Chancen rauszukommen. Weil die sind eh beide dead on hook. Ich krabbel eh unbemerkt raus. Ja, ich seh dich. Du kannst vielleicht. Also hier, das Tor ist offen, ist bereit. Ich musste leider rausgehen, weil sonst wäre ich down gewesen. Und die anderen beiden sind beide dead on hook, da werde ich nicht mein Leben für riskieren. Könntest du mich bitte nicht aufhängen? Guck mal, ich würde da ja weiterkriechen. Ach, du lagst am Boden. Ja, ja. Ja, know it. Ja, natürlich know it. Heißt, ich habe gedacht, ich tanke ganz entspannt einen Hit, hier dann raus. War dumm, weil ich nicht gedacht habe. Er muss auch mal denken, und zwar know it. Aber ich denke, die Folge ist vorbei, weil Krian hat überlebt, ich habe nicht überlebt. Ich habe eine Einführung bekommen. Geil. Eine Einführung? Wieso hast du eine Einführung bekommen? Die Einführung führe insgesamt 180 Sekunden lang kooperative Aktionen aus. Ach, das heißt die Einführung? Das heißt die Einführung, ja. Echt? Wie dumm. Ja, schon. Auf jeden Fall. Guck mal, der Gangster entkommt noch. Was? Der Gangster entkommt noch. Was, der Gangster ist ein OG, der weiß, wie man überlebt. Oh, er ist noch nicht. Hoffentlich platt worden, das wäre lustig. Leider nicht. Ja. Tja, ärgerlich. Know it. Vielen Dank fürs Zusehen. Schönes Wochenende. Bleibt gesund, überlebt und bye bye. Auf Wiedersehen. Thank you.